Hallo, meine lieben Freunde, der Toffer ist wieder da zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Und ja, was machen wir denn hier? Ja, hier in Afrika, ja. Da möchte ich euch jetzt mal einen kleinen Clip zeigen. So, kurz hier ein komischer Einstand in die Folge, aber ich sehe hier vorne gerade einen Gabelbock. Der ist 5. Ein 5er Gabelbock. Weiß ich nicht genau, aber der könnte, glaube ich, Diamant sein. Und da würde ich doch gerne mal gucken. Vierer ist immer das Höchste, was ich finde, aber ein Fünfer da vorne. So einen hatte ich noch nie. Der ist noch ruhig da hinten. Würde aber auch tatsächlich jetzt gleich. Einfach einen sicheren Schuss drauf geben. Ich wollte jetzt gar nicht aufnehmen. Ich wollte ein bisschen die Flinte, bisschen, nicht die Flinte, die Pistole skillen. Und habe hier ein paar Büffel gesucht. Und da habe ich den Bub gefunden. Und ich sag's euch so, wie das ist. Wenn der gut ist, dann ist das. Echt geil. Mal gucken. Wäre natürlich praktisch, wenn das jetzt unser erster Diamant wäre. Da liegt er auf jeden Fall, der kleine Bub. Nein, auf noch ein Dreier. Dreier und Vierer habe ich jetzt einige schon gefunden gehabt. Aber noch keinen einzigen Fünfer. Na, Vierer auch eher selten. Ich bin wirklich gespannt. Was das jetzt hier gibt. Gucken wir uns durchgehen. Guter Gott, ist er Diamant. Wir haben unseren ersten Diamanten, meine lieben Freunde. Schaut es euch an. 100,54. Der erste Diamant von vielen. Ja, wollte ich jetzt auch nicht lange hier fackeln, oder? Hier wird jetzt noch ein schöner Screenshot gemacht und dann wird der ausgestopft. Wunderbar, oder? Ein Prachttier. Und das wollen wir natürlich hier in die Lodge einstellen. Das hier ist sie. Diese Lodge werden wir jetzt füllen. Das hier sind die Orte, an denen wir Tiere platzieren können. Und ja, wir haben ein Tier, was wir stellen können. Ich weiß nicht, ob wir das hier drauf stellen können. Der Sika-Hirsch. Mich nicht daran erinnern, den geschossen zu haben. Weil das ist auch schon so lange her. Also. Naja, egal. Wir haben hier im Trophäenmanager den Gabelbock. Die Trophäe platzieren wir. Und hier steht er. Kann ich ihn nicht drehen? Naja. Lassen wir ihn so. Nein. So wollte ich ihn haben. Sehr schön. So, V wollte ich drücken. So. Und hier sehen wir es nochmal. Am 17.10. geschossen. 101,5. Ein schönes Bier. Sehr gut. Wir sind zurück an der Revontuli Coast. Und ich habe zwischen den Folgen ein bisschen die Karte aufgedeckt. Also ein bisschen, damit wir jetzt auch mal in den Grind so ein bisschen reinkommen. Und es gibt so ein paar Stellen, die wir uns jetzt genauer angucken können. Zum einen haben wir hier oben ein schönes Gebiet, in dem wir noch Weißwedel finden können. Können wir mal ranzoomen. Ich habe hier schon so ein paar Stellen gefunden, die man sich hier potenziell mal angucken könnte. Hier drüben haben wir welche. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt mal hier oben hin.
und schauen uns den linken See dazu an. Den kleinen Schlingel, den nehmen wir natürlich mit. Der ist uns quasi vor die Füße geflogen. Man muss es zwar, glaube ich, im Fliegen schießen, aber den nehmen wir einfach mit. Hier liegt er schon. Einmal aufgesammelt. Ja, hier am Boden geschossen. Gibt nichts dafür, aber war auch halb so wild. Wir gehen weiter zu den Weißwedeln. Mir so leid. Ich möchte eigentlich zu den Weißwedeln, aber sie rennen mir heute förmlich vor die Füße. Bin jetzt auch ein Luchs gerade gerannt. Habe ich genau gesehen. Da hinten rennt er. Siebener. Und hier ein Goldschneehase. Ein schönes Tier. Die Quests habe ich hier an. Aktuell. Denn da bekommen wir etwas Geld dazu. So, wir sind hier oben angekommen an der Stelle. Und hier sehen wir, dass in dieser Gruppe nur noch ein einer Männchen drin ist. Hier vorne haben wir keine Tiere mehr. Hier sind Luchse. Und hier vorne haben wir auch nichts stehen. Das heißt, dass wir diesen See hier oben links komplett jetzt aus unserem Gedächtnis rausstreichen können. Hier gibt es jetzt nichts, was wir sehen können. Denn wir schießen keine Einser für den Grind. Das ist ganz wichtig. Und damit können wir das hier jetzt hinter uns lassen. Ich werde jetzt hier rechts zu dem See gehen. Und dann schauen wir, was sich hier für uns bereithält. Der nächste See hier, der hält für uns einiges bereit. Wir haben hier unten eine Gruppe stehen. Wir haben da oben eine Gruppe stehen. Wir haben vielleicht da hinten einen stehen. Vielleicht ist es nicht reingerendert. Wir haben da eine Gruppe stehen. Und wir haben hier eine Gruppe stehen. Hier sehe ich jetzt erst einmal nichts mehr hier unten. Ich würde also jetzt erst einmal das hier unten schießen wollen. Und dafür bin ich vorbereitet. Ich habe einen Hochsitz mitgebracht, den wir hier oben aufstellen werden. Den können wir jetzt natürlich nicht platzieren. Denn wenn wir die jetzt platzieren, dann werden wir ganz schnell merken, ist ja gar nicht so gut, wenn wir von hier oben jetzt schießen wollen. Denn wenn wir den platzieren, dann rennen die Buben weg. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir jetzt den ersten so schießen. Ich hoffe, dass es der hier drüben nicht wegjagt. Aber wir schauen erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier 212, 219. Aber da hinten 236. Ja, hier kommt auch nichts an Diamant ran. Ich guck mal ganz kurz auf meine lustige Liste. Der Weißwedel ist nämlich ab 255 ist der Diamant. Nee, auch nicht. Sah jetzt schon größer aus. Was haben wir hier drüben? 213. Auch Kleinviech. Der sah ganz groß aus, aber ist auch nur ein kleiner. Deswegen würde ich sagen, aus 200 Metern schießen wir jetzt von hier mal da runter. Bei 19, 212. Ich sage, schießen wir am besten diese beiden. Da haben aber nur einen bekommen. Was schade ist. Aber die anderen sind, glaube ich, unbeeindruckt. Vielleicht die da drüben nicht. Ja, die sind aufmerksam, aber ich glaube, die beruhigen sich jetzt auch wieder. Ich würde jetzt einmal hier oben den Hochsitz hinplatzieren wollen, aber... Doch, da ging es gerade.
So, haben wir ihn hinplatziert, sehr schön. Und da hinten liegt er schon mal. Das ist gut. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier links dran vorbeiziehen. Würde dann gucken, dass ich irgendwie von dort. Wie weit man auch gucken kann, ne? Teilweise. Ich würde jetzt gucken, dass ich hier hinkomme, um von hier darauf zu schießen. Und dann gucken wir weiter. Wir schnappen uns jetzt doch von hier aus den Buben schon. Sehr schön. Und die da drüben werden jetzt wohl oder übel flüchten. Vielleicht gehofft, vielleicht noch so im Vorbeigehen eins zu bekommen, aber das ist auch halb so wild. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie ich genau hier das Setup mache mit den Hochsitzen. Wahrscheinlich. Ja. Mal gucken, weil wir hier vier Stück haben, das wird vielleicht schwierig. Vielleicht bejagen wir dann erst einmal nur zwei von dem Ganzen. Und lassen das dritte und das vierte dann aus. Ich werde mir was einfallen lassen. Hier vorne haben wir auf jeden Fall gleich unser erstes Tier liegen. Irgendwo. Da ist es ja auch schon. Sehr schön. Numero uno. Hier ein kleines Goldtier in die Lunge rein. Der Counter wird ein hochgesetzt. Sehr schön, sind wir auf 24. Den nehmen wir an. Und der zweite, der lag ja auch da hinten. Dann können wir den nämlich auch direkt mitnehmen. Ist der jetzt etwa... War jetzt nicht zu mir geschwommen, ne? Nein. Nein, nein, nein. Den zoomen wir jetzt schnell noch hier. Er ist nicht, er ist ein Stein. Ah ja, dann sucht schon den Shop kurz. So, nach einem kurzen Marsch haben wir hier auch das nächste Tier bekommen. Tier Nummer 25, was wir hier geschossen haben. Zwischendurch, ihr habt es gesehen vielleicht, ist der Counter auch hochgegangen zwischen den Folgen. Das waren halt die Tiere, wenn ich welche gesehen habe, zwischendurch. Come on. Wenn ich sie halt gesehen hatte, dass sie hier vor meiner Nase liegen. Geht doch. So, hier liegt Nummer 1. Ein schönes weibliches Haselhuhn. Das habe ich gerade noch im Laufen geschossen. Und da vorne liegt unser nächstes Haselhuhn. Das nehmen wir auch mit. Oh mein Gott! Leute! In dieser Folge unser zweiter Diamant. Dass ich es noch erleben darf. Den stopfen wir natürlich aus. Guckt es euch an. Ein graues Haselhuhn. Ich war mir nicht sicher, ob die Dreier Diamant sind. Deswegen hatte ich nichts gesagt gehabt, aber... Naja, gucke mal an. Bleiben nur noch 100 Diamanten. Ja, also diesen See hier oben, den muss man nicht anlaufen. Denn der zählt schon nicht mehr zum Revier. Wir sehen es hier, die Spawn in 5 Sekunden. Ich drehe also wieder um. Ich habe mir jetzt diesen See noch angeschaut. Hier sind keine Weißwedel zu finden. Und ich habe mir diesen See angeschaut, der außerhalb der Karte ist. Das wusste ich nicht. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Ja, bedeutet, wir schauen uns als nächstes diesen See hier an. Dort haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Weißwedel-Gebiete. Und von hier oben... Da würde ich gerne mal gucken. Hier haben wir einen Hochsitz. Und dieser Hochsitz, der ist eigentlich ganz cool. Er steht sehr zentral. Da würde ich mal gerne gucken, ob wir da irgendwas machen können.
Unterwegs ist mir gerade ein Elch über den Weg gelaufen. Hier sehen wir noch seine Kollegen, die gerade abhauen. Den verfolgen wir gerade. Und jetzt sitzt hier Frau Braunbär und entspannt sich. Und da schießen wir doch mal rein. Leider kein Herzschuss. Ich glaube, ich hätte für den Herzschuss ein bisschen höher gemusst. Ich dachte aber, aufgrund der Tatsache, dass wir eine 150er Nullung haben, würde das so schon passen. Aber ist in Ordnung. Sie wird höchstwahrscheinlich auch dadurch umkommen. Ich suche mit Johnny Bishop jetzt erst einmal den Elch und dann vielleicht noch den Bären. Den Elch haben wir gefunden. Der ist hier relativ weit gekommen, tatsächlich noch. Ungeeignete Munition. Ja, ich habe die 243er dabei. Ah, ja gut, okay. Das erklärt natürlich einiges. Dann erklärt es auch, warum der Bär nicht so schnell gefallen ist. Ist auch gefallen. Ja gut, dann sollte ich gleich vielleicht mal kurz die Waffe wechseln. Na klar, ist ja die 243er. Na ja gut. Ich suche den Bären. So, ich glaube, ich habe Frau Bär da vorne gefunden. Und dahinter habe ich die ersten Weißwedel entdeckt. Wir sind hier jetzt an der westlichen Ecke. Ich werde jetzt also von hier gucken, dass wir hier jetzt einen erst einmal rausnehmen. Das sollte die hinteren Bedürfnisgebiete nicht beeindrucken. Weit zu machen wird schwierig, deswegen würde ich jetzt erst einmal hier mich auf ihn hier konzentrieren. Er stand hier relativ schön. Er wird auch nicht weit kommen, nehme ich an. Und dann gucken wir gleich, dass wir hier hochkommen. Haben wir noch einen getroffen. Der droppt auch. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei rausgenommen. Erst einmal schauen wir Frau Bär an. Ja, Frau Bär. Ja gut, für doch hier oben hin. Ich dachte immer ein bisschen tiefer. Okay. Also, wir merken uns, oben zwischen den Armen können wir bei den Bären das Herz treffen. Und da oben sehen wir noch einen Elch laufen. Aber auch, ja, nur ein kleines. Dahinter habe ich noch ein Geweih, glaube ich, gesehen. Jetzt schauen wir mal nochmal hier nach den beiden Weißwedeln. Und da wird Johnny Bishop auch mal kurz suchen. Hier liegen sie beide quasi nebeneinander. Das heißt, wir können den Counter schon einmal auf 27 stellen. Eins und zwei liegen dort vor uns. Dann wählen wir natürlich auch auf. Hier haben wir Nummer 1 schön in Silber. Und dahinter sollte dann auch schon der nächste liegen. Guck jetzt gerade schon mal. Ah, da hinten sehen wir die ersten nächsten Tiere. Die würde ich dann aber tatsächlich gucken, dass wir von hier oben dran kommen. Oder wir schießen jetzt von hier nach hier. Die sehe ich gar nicht. Wahrscheinlich sind die doch da. Ach, guck mal. Hui. Hier stehen sie, genau. Dann sammeln wir erstmal ihn hier ein. Wir können natürlich auch, wenn wir von hier kommen, hier einen Hochsitz hinstellen, dann die schießen. Dadurch werden die ja nicht abgelenkt. Dann können wir hier hingehen, hier einen Hochsitz hinstellen, die schießen, also die hier schießen. Und dann könnten wir hier drüben ein Zelt hinstellen, hier hinreisen, hier hochgehen und dann die schießen. Wenn man sich überlegen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Jetzt gucken wir aber erst einmal, was wir hier drüben haben. Der da hinten, der sieht relativ groß aus mit 204. Den schnappen wir uns raus.
Ich werde jetzt auch nicht den nächsten schießen, denn das überlappt hier schon so ein bisschen. Und da hätte ich sonst Angst, dass da das Bedürfnisgebiet weggeht. Was wir aber machen können, ist hier schon einmal den nächsten Hochsitz aufstellen. Denn dieser Ort ist ja geradezu prädestiniert dafür. Das mache ich auch, glaube ich. Dann werde ich hier hinten noch einen hinstellen, mit dem ich dann hier drauf zielen kann. Und dann kann ich von hier aus dahin schießen. Und hoffentlich kann ich, wenn ich da bin, dann dahin schießen. Das wär ja klasse, oder? Wir holen uns mal unsere Trophäe. Wir haben Hirschibert gefunden. Der Counter geht hoch auf die 28. Wunderbar. Schönes Tier. Wenn auch Silber. Ich mag sie. Ich mag sie. Und was ich auch mag, ist die Tatsache, dass wir von hier jetzt einen relativ guten Blick haben auf die nächste Gruppe. Die steht nämlich da links. Ich habe da allerdings jetzt gerade noch kein Männchen drin gesehen. Muss nichts heißen. Aber wir gucken gleich mal. Doch, da ist ein Männchen bei. Zwei Stück sogar, okay. Wir könnten gucken, ob wir von hier schießen. Da hinten haben wir noch eine Gruppe stehen. Die stehen dort. Vielleicht können wir aber. Ja, ist auch blöd. Ich werde mir da Gedanken drüber machen. Von hier. Mal gucken, was da steht. Sehe ich aber sehr, sehr schlecht gerade irgendwie ins Visier. Wir laufen erst einmal jetzt hier hoch zu dem Hochsitz. Von dem. Da haben wir. Oh, hä? Hab ich denn da gerade keine Männchen drin gesehen? Das sind drei Stück. ETF. Da und dort. Er hat es, glaube ich, sogar. Der ist 251. Der ist riesig, aber nicht Gold. Nicht dir. Ich würde mal hier einen Bauerich machen. Die Gefahr, dass sie jetzt gleich wegspringen, ist sehr hoch. Aber wir bauen einfach mal. Tag, wunderbar. Und. Ne, sie sind unbeeindruckt. So, die zumindest. Und die hier auch. Da haben wir den Riesen. Und hier drüben haben wir. Da haben wir die Gruppe stehen. Sehr schön. 215. Auch nicht schlecht. Da hinten jetzt welche sind, weiß ich gar nicht so genau. Sieht zumindest erst einmal nicht so aus. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Würdest du erst den hier schießen wollen? Oder ihn hier? Mal gucken. Einer von den beiden. Wahrscheinlich ihn. Und gucken, wer um uns herum so abspringt. Der ist auf jeden Fall gefallen. Und hier unten werden sie auch weggerannt sein, nehme ich an. Wir gucken nochmal. Wir sehen hier, Jagddruck ist hier auf jeden Fall da. Und hier sehe ich jetzt auf jeden Fall keine Tiere gerade stehen. Die haben einen Ausflatterer gemacht. Die sind, die haben einen kleinen, einen Spaziergang gemacht. Aber die hier hinten sind noch da. Sehr schön. Und davon schnappen wir uns jetzt auch noch einen. Sollte auch fallen. Sehr schön. Wunderbar. Wir sammeln sie ein. Hier liegt die Nummer 1. 243. Wir sind hier 255, 09 wäre die ja.
Ist ein schönes Tier. Sag ich immer wieder, ne? Ist ein schönes Tier. Aber es ist halt wirklich ein schönes Tier. Was soll ich denn sagen? Der Counter geht ein hoch auf die 29. Das Ganze verwerten wir und ich suche nach dem nächsten. Johnny Bishop hat mal wieder gesiegt. Wir haben das nächste Tier gefunden. Hast du fein gemacht. Wunderbar. Ein silberner Weißwedel ist auch am Start. Wir setzen hoch auf 30. Wunderbar. Ihr seht es unten, den dritten, den haben wir leider nicht mehr bekommen. Der ist jetzt nur noch auf verfolgte Beute. Da braucht Johnny Bishop nicht weitersuchen. Wir haben jetzt auch 12 Uhr. Das heißt, hier wird auch nichts mehr kommen. Ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge werden wir die nächsten Seen so ein bisschen weiter angehen und uns nochmal das ein oder andere Setup aufstellen, damit wir hier den Jagdtrog wieder loswerden und dann hier auch richtig durchstarten können. Das war jetzt wieder eine gute Stunde, die ich gespielt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, die Weißwedel, die müssen geschossen werden. Bis dahin, alles Gute, ciao!